Hallo, guten Abend zu MDBK Insight. Connect Leipzig ist heute das Thema mit der Ausstellung des Künstlers Erik Swaas. Titel lautet Erik Swaas 2020. Vielleicht eingangs ganz schnell, was ist Connect Leipzig? Es ist ein Ausstellungsformat, was wir 2018 eingeführt haben. Wir wollen diese Ausstellungsreihe Junge Kunst fördern. Jungen Künstlern und Künstlerinnen die Chance geben, in der sogenannten Zündkerzenhalle ihre erste institutionelle Einzelausstellung zu realisieren. Und Connect Leipzig 1 hat stattgefunden mit insgesamt 10 Ausstellungen. Und Connect Leipzig 2 wollten wir eigentlich schon im April beginnen. Und wir wissen alle, Corona kam, das Museum musste schließen. Und dann haben wir am 27. Oktober die erste Connect Leipzig 2 Ausstellung eröffnet mit Erik Swaas. Die Ausstellung lief 4 Tage und dann kam der erneute Shutdown. Die Schließzeit des Museums ist bislang sozusagen hält an. Wir wissen nicht, wann wir wieder eröffnen und freuen uns umso mehr, dass wir jetzt Erik Swaas im Duo mit Tobias Muno als Gesprächspartner hier live haben, um gemeinsam seine Ausstellung zu besprechen. Jetzt kommt der Trigger. So, jetzt können wir in die Ausstellung gehen. Und ich würde Erik sozusagen kurz das Wort geben. Magst du dich kurz vorstellen, Erik? Ja, also genau. Also ich bin Erik Swaas. Ich habe in Halle und Tokio studiert von 2011 bis 2016 und arbeite seitdem in Leipzig. Genau. Und zum Gespräch heute eingeladen habe ich noch Tobias Muno. Er ist Philosoph, hat in München studiert, an der HfBK in Hamburg promoviert. Und wir haben uns vor 3, 4 Wochen kennengelernt. Tobias kommt jetzt regelmäßig nach Leipzig. Und ja, wir fangen an, miteinander zu arbeiten. Also wir haben uns über einen Freund kennengelernt, wollen vielleicht einen Verlag gründen. Und es gibt einfach so viele Arbeitsfelder in der Zukunft und deswegen jetzt auch dieses Treffen heute mit ihm. Ja. Und Tobias Nono hat Philosophie studiert in Hamburg. Magst du ganz kurz noch dein Thema nennen, weil es noch sehr spannend ist? Ja, ich habe zu sprechenden Maschinen gearbeitet. KI-System. Und künstliche Intelligenz. Genau, zu künstlicher Intelligenz. Und was so thematisch Erik und ich so gemeinsam haben, ist, dass ich habe untersucht, inwiefern so Sprachgewohnheiten sich in der KI als eigenständige Themen weiterentwickeln. Also so, wenn wir zum Beispiel mit Siri reden oder so etwas, dann passen wir unsere Sprachgewohnheiten so an, dass Maschinen sie verstehen können. Und das hat mich eben interessiert und habe versucht, in meiner Promotion so eine Sprachintervention zu machen an der. Ich habe einen Text geschrieben, der möglichst nicht von Maschinen verstanden werden kann. Und das war so die Herausforderung. Es ist ja auch eine Promotion gewesen, die an der Hochschule für Künste. Und da war die Freiheit dafür da. Okay, vielen Dank. Dann bin ich mal gespannt, wie sehr dein Wissen sozusagen uns die Ausstellung näher bringen kann. Aber die erste Frage geht dann doch an Erik, an den Urheber, an den Künstler selbst. Die Ausstellung selbst ist ja architektonisch in einen Innenraum aufgeteilt mit umliegenden Wänden, sodass man auch einen kleinen Eingangsbereich diesmal hat. Und wir hatten das ja jetzt eben auch gerade schon gesehen, den Leuchtkasten, den man als erstes betreten kann. Und jetzt befinden wir uns in der Ausstellung. Insofern würde ich jetzt doch lieber mit den Bildern, die wir in dem Innenraum sehen, beginnen. Erik, ganz kurz, wir sehen jetzt links ein großformatiges, abstraktes, gewischtes Bild. Jetzt zwei dunkel flächenmonochrom gehaltene abstrakte Bilder. Ganz also, kurz zur, was wolltest du sagen? Naja, ich finde es, also das Video wird jetzt eh so fortlaufen und ich glaube, wir kommen eben arbeiten gar nicht hinterher. Deswegen würde ich vielleicht also auch dem, auch der eigentlichen Ausstellungsarchitektur und dieser Bewegung, die stattfindet, folgen. Und dann eben von außen nach innen, also außerhalb des Ausstellungsraums steht da der Sockel mit dem Raumplan, den Titeln, den Metadaten der einzelnen Arbeiten, was ich bewusst wollte. Also ich
wollte diese Aufforderung schon vor, ja genau, also genau, also vor Betreten der Ausstellung hat man diese Information schon in der Hand, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und dann gibt es ja den Außenraum, den Zwischenraum und dann diesen inneren Raum der Ausstellung. Und im Zwischenraum sieht man jetzt einen Leuchtkasten, der stark an Werbeästhetik der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnert. Also, und gleichzeitig eben auch ganz klar eine Ikone ist. Also ein Bild und ein Trugbild zugleich. Ja, was aber auch einen gewissen Ekel provoziert. Also das ist ja kein Bild, vor dem man stehen bleiben soll, sondern er steht ganz klar im Kontrast zur Ausstellung im Innenraum. Also diese Bewegung, Das war für Frankie gemeint, dass wir da vielleicht beim Film stehen bleiben können. Ja, ja, ich weiß, aber ich dachte, ja. Genau da. Genau, jetzt sehen wir es am besten, Großformatik. Und ganz kurz, kann man es gut erkennen? Ja, ich glaube schon. Magst du uns ganz kurz das, was wir sehen, erklären? Also ich sehe Flammen, Feuer und ein Foto mit einer unbekleideten Dame. Ein Pinner-Plakat, genau. Ja. Also ein Pinner-Plakat, das in einem Lagerfeuer liegt und eigentlich imstande ist zu verbrennen. Also es verbrennt noch nicht, es ist ein analoges Foto, es spielt aber keine größere Rolle, ob das jetzt analog ist oder digital. Ja. Es ist analog, weil ich analog fotografiere, aber eher aus einer Gewohnheit heraus und weil dieser Arbeitsprozess des Fotografierens wichtig für mich ist. Genau, aber ich meine, es gab viele Situationen nach der Ausstellung, auch zur Ausstellungseröffnung, wo die Leute gefragt haben, ob diese Arbeit von mir ist, ob die zur Ausstellung gehört, weil sie ja in einem ganz, ganz klaren Kontrast zu diesen Arbeiten im Innenraum steht. Sie ist aber enorm wichtig, um genau diese Reizüberflutung, also den Effekt des Reizes am Anfang zu schaffen, um die reizleitenden Systeme kurz zu irritieren, also einen Schockmoment zu schaffen, um eine größere Aufmerksamkeit im Inneren des Raumes zu erzeugen und die Reaktion ein Stück weit zu modifizieren in gewisser Weise. Genau. Was auch wirklich funktioniert. Man sieht dieses Leuchtbild und ich war auch erstmal, das ist ein Hammerteil, weil es halt wirklich groß ist und dich anleuchtet und dich quasi empfängt und schon ja, so Sehgewohnheiten füttert. Also man bleibt erstmal dran hängen, einfach weil man muss den Blick ordnen und dann erwischt man sich selber schon, okay, was erwartet mich jetzt in der Ausstellung? Und dann wird diese Erwartung so kontrastiert mit dem Raum, der dann eben kommt. Ich fand das eine total wichtige Erfahrung für die Ausstellung dann. Genau, also wir sehen mit dem Leuchtkasten sozusagen ein Bild, was verbrennt und im Innenraum eine ganz andere Stimmung, ganz andere Farben, wir jetzt hier das großformatige, abstrakte Gemälde haben. Erste Frage zur Technik vielleicht. Also wie entstehen die Bilder? Das ist doch auch immer wieder ganz interessant. Anschließend dann, in welchem Verhältnis sozusagen das dann vielleicht auch zu dem brennenden Bild im Zusammenhang steht, Erik. Also wie entsteht dieses Gemälde konkret? Also seit zweieinhalb Jahren arbeite ich gar nicht mehr auf Leinwand, sondern ich habe mich gar nicht auf die Suche gegeben nach einem neuen Material. Es war eher eine Problemstellung mit dem Material Leinwand. Und dann bin ich Alu-PE-Folie begegnet, also Tetra-Pack oder Milchkartonfolie. Also es ist Alufolie, Aluminiumfolie auf Karton kaschiert, ein Industriematerial, glatte Oberfläche, nicht saugend, stößt eigentlich alles ab. Und dann war es so eine lange Suche, ein langer Arbeitsprozess, um den Binder und die Pigmente auf der Oberfläche aufzubringen. Also am Ende sind es immer noch zwei getrennte Materialien, eine höchst fragile Oberfläche. Genau.
Und dann es ist eben so, sind es eben so zwei Aspekte. Es gibt ein Regelwerk, es gibt Gestus, der darauf stattfindet und ganz bewusst darauf stattfindet, und es gibt aber genauso das Chaos. Und letztendlich eine Dokumentation auch von einem Wasserlauf. Also ich lasse Wasser mit Pigmenten über die Oberfläche laufen, die Pigmente sammeln sich, häufen sich an, aber das Korn, also das Pigment als Korn bleibt eben in seiner Form auf der Oberfläche stehen. Es ist eingesaugt, es gibt diese Verbindung nicht, sondern das eine bleibt das eine und das andere bleibt das andere. So. Und die Malereien sind eben ganz klare Projektionsflächen für mich und stehen aber auch immer im Zusammenhang mit Fotografien. Also es geht eben bei meiner Arbeit um genau diesen Punkt dazwischen, zwischen den Fotografien, zwischen den Malereien, zwischen der Videoarbeit, um diese Zwischenmembran, bei der Bedeutung eben den Mittelpunkt generiert. Also es geht um die Bedeutung in der Mitte. Und das heißt, es geht um Gefühle, es geht um Erinnerungen, es geht um Emotionen und eigentlich ein binäres Denken und ein Ablehnen von Dualismus. Also es gibt eben kein Entweder-Oder, sondern das eine und das andere, und beides ist miteinander verbunden. Ja. Ich finde es ja jetzt sehr gut, wenn man an dem im Leuchtkasten vorbeigeht, kommt man auch in die Mitte eines großen, runden Raumes und ist dann umringt auch von diesen Arbeiten. Und das wechselt ja zwischen kleinformatigen Fotografien und eben großflächigen Bildern. Und wenn man dann auf die Fotografien zutritt, nähert man sich auch den großflächigen Bildern und beginnt dann auch die kleinen Schaffuren. Die sehen aus wie Fjorde, weil, also man kommt dann, umso näher man sich eigentlich diesen Fotos, diesen ja, Ikonen nähert, desto näher kommt man eigentlich auch diesen Projektionsflächen der großflächigen Bilder und beginnt dann schon so zu fantasieren. Also man geht so drauf zu und erkennt dann auf einmal, ein Flusslauf, eine Landschaft oder Nebel, alles Mögliche wird dann eben gereizt. Und das ist schon eine ziemlich interessante Erfahrung. Also, ja. Also Erik? Ja, genau, aber es geht eben eigentlich um diesen Mittelpunkt, also den Mittelpunkt der Ausstellung. Also dieser, ich schaffe eben keine Ikonen. Also diese Arbeiten, die können für sich alleine stehen, aber so sind sie nicht gedacht. Es geht nicht um die einzelne Arbeit, sondern es geht um diese Ausstellung. Und dafür sind die Arbeiten notwendig, und das habe ich die ganze Zeit auch mitgedacht. Also du präsentierst uns ja in der Ausstellung ja Malerei, Fotografie, Video und eben diesen Leuchtkasten. Insofern bist du ja sehr breit aufgestellt. Was ist denn, also wir wollen ja immer so eine Klassifikation haben, du zählst dich weder als Maler noch rechnest du dich zum Fotografen, sondern du bewegst dich immer zwischen den Möglichkeiten der Medien. Habe ich dich da so richtig verstanden? Ja, also hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, dann hätte ich mich ganz klar noch als Maler gesehen, aber so ist es jetzt nicht mehr, und ja, ich bewege mich dazwischen. Ja, interessant. Genau. Mein Eindruck ist sozusagen, korrigiert mich bitte, dass wir fangen ja immer wieder mit dem Leuchtkasten an, und daran merken wir ja auch, wie wichtig er ist für die Gesamtkomposition der Ausstellung. Auch dort sehen wir ja eigentlich, wie ein Foto verbrennt, also zerstört wird. Und hier mit den Gemälden, den Abstrakten, mit den verwischten Strukturen hat man so das Gefühl, dass das Bild, normalerweise erwartet man ja, oder traditionell ist ja die Kunst dazu, die Wirklichkeit wiederzugeben, hat man hier so das Gefühl, dass die Wirklichkeit sozusagen verschluckt wird oder weggewischt wird. Also verstehe ich unter deiner Idee der Projektion, nicht? Dass man da irgendwo was sucht, was man nicht findet, dass die Bilder sozusagen werden unterdrückt, die entstehen könnten auf den Trägern. Ähnlich ist es ja auch bei den Fotografien, nicht? Also man sieht ganz wenig oder ganz schwach, und wie Tobias ja auch richtig meinte, man muss ganz nah rangehen, und dann entstehen ja auch vielleicht schöne Parallelen, dass man im Foto ja auch das Korn sieht oder die Körnigkeit des Abzuges, die man bei den Bildern ja auch sieht im Original, wenn man in der Ausstellung ist.
vielleicht jetzt nicht so sehr im digitalen Livestream, dass ja dort auch eine Oberflächenstruktur dann existiert. Einverstanden? Nicken. Sehr gut. Und ja, jetzt sehen wir für mich den wichtigsten Aspekt innerhalb der Ausstellung oder innerhalb des Gesamtgefüges. Wir haben ja auch noch zwei Röhrenfernseher, also keine Flachbildfernseher, keine digitalen Fernseher aufgestellt, in denen man Livestreams von Wetterstationen sieht. Ganz kurz, Erik, willst du uns dazu einige Fragen, was wir sehen, wie das funktioniert? Also letztendlich gibt die Arbeit eher so einen Ausblick. Ja, also die Idee gibt es seit ein paar Monaten und letztendlich geht es darum, eine Dauerinstallation irgendwann zu haben, 24 Kameras in den 24 Zeitzonen der Welt zu installieren, sie alle Richtung Osten auszurichten und einen Ort zu haben, wo diese 24 Bildschirme im Kreis stehen. Man steht wieder in der Mitte und hat letztendlich eine sich im Kreis bewegende Horizontlinie. Und das ist jetzt eine erste Ausführung dieser Idee in der Ausstellung. Genau. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also es gibt zwei Orte jetzt gerade in der Ausstellung. Das eine ist in Wales, in der Nähe vom Nullmeridian, ein Küstenausschnitt, also wirklich nur das Meer, so die Nullebene, Wasser. Und dann gibt es den Vulkan de Fuego neben Guatemala Stadt, feuerspeiender Vulkan in 3.500 Metern Höhe, also dann so die Spitze und das Feuer, Feuer und Wasser und die sich ergießende Erde. Genau. Und das wird jeweils live reingestreamt in die Ausstellung, nicht wahr? Genau. Und Tobias, möchtest du was ergänzen oder darauf noch auf was hinweisen? Mich reizt eigentlich an der Idee, die Vorstellung, dass wenn das später als Installation dasteht, dass sich dann die Bildschirme quasi gegenseitig die verschiedenen Zeitzonen zeigen. Das ist wie als würde man einen neuen Mittelpunkt in der Welt gründen. Also einen medialen Mittelpunkt. Das ist irgendwie eine ziemlich schöne Sache. Also ich finde, dass dich diese beiden Bildschirme oder Displays in der Ausstellung nicht ganz einfügen. Das ist so, dass die sind da und das ist auch irgendwie, das ist wie so ein Ausblick in das, was doch kommen wird. So. Und insofern hat es seine Berechtigung. Und es fügt sich ja auch ganz gut in diesen Kreis hinein, weil es ja in dieser Ausstellung auch viel darum geht, sich zu bewegen. Mhm. Also von Bild zu Bild, mal schräg. Es gibt ja keine wirkliche Führung, sondern man meandert eigentlich in diesem Kreis herum. Und insofern fügt sich dann auch die Idee, die dann später realisiert wird, in das, was schon besteht. Also das ist eigentlich konsequent. Aber mein erster Eindruck, als ich dort war, war das schon so, funktioniert das. Also für mich ist es eine sehr sinnvolle und spannende Ergänzung, weil ich hatte das ja eben gerade auch erwähnt, dass bei den Gemälden sozusagen die Bilder, wenn man von der traditionellen Idee der Wirklichkeitswiedergabe kommt, verschluckt werden durch einen, ich sage jetzt mal, durch einen Nebel, der drüber gezogen wird. Und mit den Monitoren, mit dem Livestream hat man sozusagen diesen faszinierenden Ansatz, dass man die Welt, die Möglichkeit, die ganze Welt in die Ausstellung mittels der digitalen Möglichkeiten hineinzieht. Aber auch dort ist die Welt dann doch verpixelt, sackt ab ins Graue, bedingt wahrscheinlich auch durch die Röhrenfernseher. Auch dort sozusagen verschwindet wieder die Welt zugunsten von Projektionen. Erik, sehe ich das richtig oder wie ist deine Motivation sozusagen in diesem Kontext gewesen? Ja, genau. Also die Entscheidung war ja auch ganz bewusst getroffen, diese analogen Fernseher zu nehmen, das Bild zu abstrahieren und klar zu machen, dass es eine Übertragung ist von dem eigentlichen Ort. Deswegen ja kein 4K-Monitor schärfer als die Realität. So sollte es eben nicht sein, sondern
Also Sehnsucht statt Illusion. Ja, Sehnsucht, genau. Also Gedankenreise. Darum ging es ja. Und für mich war es am Anfang auch ein bisschen schwierig, die Bildschirme mitten in der Ausstellung zu haben, weil es ja das bewegte Bild ist und wir zu sehr geprägt sind vom bewegten Bild. Aber durch diese Verpixelung, durch diese Ähnlichkeit zu den Malereien, zur Deckeninstallation, zu den Fotografien, gab es dann doch so eine Berechtigung und einen Ausgleich zwischen den einzelnen Medien. Also ich meine, die Malereien sind sehr, sehr groß, die Fotografien sind sehr klein, ganz bewusst so gesetzt, dass es eben, dass diese Fotografien die Ikonen sein könnten, gerade das Bild mit der Taube, eben das gar nicht provoziert, sondern man steht vor dem großen Bild, man geht zur Fotografie, man geht wieder zurück in die Mitte des Raums, man geht wieder zur Malerei. Also diese Bewegung ist eben enorm wichtig für mich, dass es dieses so eine statische Reihenfolge oder so eine Ordnung innerhalb der Ausstellung, die soll es gar nicht geben. Also es gibt es eine Erzählung, könnte man dich daraufhin noch mal fragen? Also, nee, will ich nicht sagen. Also. Ich würde sagen, es gibt so eine Art Bedeutung, also dass man Bedeutung in der Bewegung gibt von Bild zu Bild. Also das ist ja auch so ein Aufbrechen unserer Gewohnheit, da wir nehmen ja immer an, Bedeutungen müssten so sprachlich geäußert werden. Aber man kann sie halt auch, eine Choreografie hat Bedeutung und eine Bewegung hat Bedeutung. Und gerade das jetzt in der Ausstellung, dieses ungeleitete Bewegen durch den Raum von X nach Y und hin und her, das ist auch ein Aufbrechen von Gewohnheit. Also weil wir sind es gewöhnt, geleitet zu werden. Und das erste Bild, also um wieder darauf zurückzukommen, zu dem Leuchtbild, das ist eine Anleitung. So, man sieht das und man will es entschlüsseln und sehen. Man wird hineingelockt durch das Leuchtbild, oder Erik? Das war ja auch so ein bisschen die Intention, ne? Ja. Farbe kommt immer gut an. Farbe kommt immer gut an. Ja, Farbe kommt gut an und es sind ja doch relativ plakative Reize, die auf dem Bild stattfinden. Ja, aber dann wird man ausgesetzt. Das finde ich wichtig. Man wird reingeleitet, aber dann ausgesetzt. Genau. So, das ist dann, genau. Und das ist so eine Erfahrung des Aufbrechens von Gewohnheiten. So. Aber es gibt dann sozusagen eine Gesamtbedeutung, oder? Oder eine Art von Atmosphäre. Also wenn ich in dem Raum bin, schwingt da sowas von Melancholie, Traurigkeit, Einsamkeit insgesamt? Oder liege ich da ganz falsch mit meinem subjektiven Eindruck? Ich meine, das kann man daran sehen, weil es in einem dazwischen ist. Nicht? Das ist ja gerade diese Fläche, die das Pigment nicht aufnimmt. Genauso wie die Fotoemulsion, die ja auch abkratzbar ist. Das ist ja keine echte Verbindung. Und das ist, glaube ich, die Melancholie passt da rein, weil sie, bei Freud findet man das. Das ist der Verlust, den man nicht benennen kann. Nicht? Das ist, da kommt was nicht zusammen. Melancholie, lagen wir da richtig? Oder kannst du uns das Recht ja nicht absprechen, wie wir... Nee. Also, es sind deine Empfindungen die kommen natürlich auch ganz stark von der Schwarz-Weiß-Fotografie, ne? Dem schwarz-weißen Bild, den verwaschenen Bildern. Wären die Fotografien jetzt farbig, so wie außen, wäre das eine andere Grundstimmung im Raum. Also was ich... Vielleicht wiederhole ich mich, aber irgendwie, was ich sehr, sehr faszinierend finde und was mich eben auch anzieht, ist vielleicht jetzt gar nicht so sehr die Bewegung im Raum, sondern immer wieder dieses, man muss sehr nahe herantreten, dann doch wieder vor die Originale, um was festhalten zu können optisch, was eigentlich ständig von dir auch sozusagen bewusst immer wieder entzogen wird, nämlich die Wirklichkeit. So, ne? Wir sind es gewohnt, sehr präzise, sehr illusionistische mediale Wirklichkeitswiedergaben zu haben, die uns sozusagen das Gefühl geben, das ist sozusagen konkret vor Augen und könnte lebendig sein. Und dann ist es doch nur der 4K-HD-Fernsehprojektion. Und hier ist es so, du entziehst uns dem Ganzen immer wieder, indem du sozusagen die Flächen verwischt oder in der Fotografie sehr schwach beleuchtest. Und das ist natürlich, das hat eine große, große Anziehungskraft, weil man viel länger vom Bild dadurch stehen muss, um die
Sachen sozusagen zu erkennen. Und dadurch sieht man dann vielleicht auch was anderes. Ja, die Malereien geben ja wenig Informationen. Ne? Also es ist ja letztendlich Material, aber sie geben dir erstmal gar nichts, im Gegensatz zu den Fotografien. Also die Fotografien geben dir einen Anhaltspunkt. Du erkennst den Berg, du erkennst die Taube, du erkennst Dinge, die man... Du erkennst eine scheinbare Wirklichkeit. Die Malereien machen das ja nicht. Also es gibt da so eine Illusion, vielleicht jetzt auch bei diesen vier Arbeiten, die man jetzt gerade sieht, die sie dann doch nochmal unterscheiden zur großen blauen Arbeit oder zu den blauen Arbeiten auf der anderen Seite, die ja wirklich rein monochrome Flächen sind. Und trotzdem, es gibt da keine Fantasie, keine Erzählung in den Malereien. Da gebe ich dir recht, aber man nimmt, wenn man die Fotografien sich angeschaut hat, diese Bildinformationen mit und sucht dann natürlich nach Verwandtschaft. Genau. Und die Bilder sind dann diese Projektionen, von denen du gesprochen hattest, wo man dann immer wieder denkt so, ach, könnte sich da nicht auch was verbergen, was Erik als Fotograf sozusagen aufgenommen hat? Vielleicht liegt was dahinter. Und das macht die Sache ja natürlich sehr spannend in der Ausstellung. Ich schalte mich mal kurz rein, weil mit der Wirklichkeit, ja, das ist... jetzt so muss man dann irgendwas sagen. Ja. Nein, aber ich glaube, was sich hinter dem Begriff jetzt Wirklichkeit verbirgt, ist eben die Gewohnheit. Wir sind gewohnt, dass die Dinge Gegenstände sind. Aber sie sind ja nicht in Wirklichkeit Gegenstände. Sie sind in Wirklichkeit sind es Materialien. Und bei den großformatigen Bildern sind wir der Körnigkeit der Pigmente ausgesetzt. Und das korrespondiert dann mit den Bildern. Und was da so aufbricht, ist, glaube ich, schon, dass das Gegenständliche abhanden geht, aber die Wirklichkeit des Materiellen hervorkommt. Und das, das ist ja die wahre Wirklichkeit eigentlich. So, das, die Materie. Nur ist ja nicht erträglich. Man kann da nur rein fantasieren. Es ist ja eigentlich ein Albtraum, wenn sich alles in Atome auflöst und wir sind dann nur noch in irgendwelchen Wolken. Das ist schlimm. Das ist schlimm, tatsächlich. Wir haben jetzt fast 27 Minuten geredet. Kurz in die Regie zum Malu, darf ich dich so nennen, ja. Gibt es denn schon Fragen eigentlich? Nein, bis jetzt noch nicht. Also okay, die Community, die schaut zu, ist zufrieden. Also wir sind überzeugend sozusagen. Ja, mach dir gut. Ja, perfekt. Ja, was ist Wirklichkeit? Okay. Wir bewegen uns in einer Wirklichkeit, die durch Corona geprägt ist. Und jetzt kommt natürlich ein ganz assoziativer Ansatz, aber ich möchte ihn trotzdem einbringen, insbesondere mit den Livestreams von der Welt. Also wir können nicht reisen, wir sitzen hier im Homeoffice eingesperrt. Je nach Temperament behagt es dem einen oder den anderen nicht so sehr. Und das ist natürlich irgendwo auch ganz spannend, für mich sozusagen, dass wir in der Ausstellung, die jetzt leider geschlossen ist, eigentlich die Welt präsentieren können mit den digitalen Möglichkeiten. Und hier ist es sozusagen die Entscheidung für Webcam-Stations von Wetterstationen. Darf ich so weit gehen, Erik? Darf ich das so erzählen? Oder würdest du sagen, das ist ganz schrecklich, das ist jetzt zu essayistisch? So möchte ich nicht, dass man denkt, wenn man in der Ausstellung steht und sich diese Bilder anschaut. Wobei ja... Naja, dem Ganzen kann man sich ja nicht verwehren, dass die Arbeit so gelesen werden kann, jetzt zu der Zeit. Genau. Deswegen ist es nicht falsch, aber es ist nicht... Die Intention. Es ist nicht Grundlage für diese Arbeit. Aber ja, genau das ist es ja. Es ist eine Gedankenreise. Und das kann, also es findet jetzt statt, in diesem Jahr, aber... man muss sich ja nur eine andere Gesellschaft begeben oder einen anderen Teil unserer Gesellschaft, weil wir leben ja vielleicht ein Stück weit privilegiert, also dieses Nicht-Reisen-Können ist für andere ja eine ganz andere, also ständige Realität. Ne? Nur weil es für uns vielleicht in diesem Jahr jetzt so besonders ist und wir können nicht weg, heißt das eigentlich gar nichts. Und deswegen denke ich ja auch, diese Installation gar nicht als temporäre Ausstellung, sondern als Dauerinstallation für 50 Jahre oder für x Jahre ohne eine Begrenzung. Die Dauerinstallation ganz konkret, damit es jetzt keine Verwechslung gibt, die sieht wie folgt aus. Ganz viele Wetterstationen auf ganz vielen Röhrenfernsehern und man sieht sozusagen alle,
alle Breitengrade dieser Welt mit den Livestreams? Ja, genau. Also in jeder der 24 Zeitzonen eine Kamera und alle Richtung Osten ausgerichtet oder alle Richtung Westen. Mhm. Spielt eigentlich keine Rolle. Aber sie gucken sich sozusagen an, also von hinten gucken sich die Kameras an und man hat dann den versetzten Sonnenaufgang. Man hat die Wolke, die von einem Bildschirm zum anderen zieht. Und, also, wir haben den kompletten Welttag, könnte man sagen, gleichzeitig simultan an einem Ort. Genau. Also Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Und das soll dann wie lange installiert sein? Lange. Also, das klingt sehr spannend. Ich glaube, wir brauchen da Förderanträge zur Realisierung dieses Projektes. Ich unterstütze dich da, Erik. Das ist eine spannende Idee, die es verdient hat, realisiert zu werden, meines Erachtens. Tobias, wie siehst du das? Ich finde das eine ganz großartige Idee. Für mich referiert sie auf Eriks Aufenthalt in Japan. Ich war auch mal dort und es gibt da, ich habe jetzt den Namen von Nishitani, so einen japanischen Philosophen, der so eine lustige, was ist Religion, das ist so ein Buch, stellt ja die Spekulation auf, das kennen wir auch in Europa, also aus dem Mittelalter, dass wenn das Universum unendlich geht in alle Richtungen, ist jeder Punkt ein Mittelpunkt. Also, weil von überall ist es dann gleich weit entfernt. Und ich finde, dass diese Installation das ziemlich gut, sagt man, nicht auf den Punkt bringt, sondern nach vorne bringt, dass wir durch die Medien immer wieder die ganze Welt zu uns nach Hause holen können. Das ist auf der einen Seite eine schöne Utopie, aber es ist auch melancholisch. Sehr schön formuliert. Genau. Das ist fast schon ein Schlusswort meines Erachtens, was man mitnehmen kann. Gibt es Fragen? Gar keine? Oder? Nein. Aber wie gesagt, wenn die Community noch Fragen hat, kann ich die auch gern im Nachgang stellen. Das Gespräch kann ja auch noch auf YouTube, Vimeo und IGTV ab morgen angeschaut werden. Okay. Ansonsten würde ich sozusagen in die Runde nochmal das letzte Wort geben. Gibt es noch irgendetwas, Tobias, was du ergänzen sagen möchtest? Vielen Dank für die Einladung. Ich muss kurz unterbrechen. Es gibt doch eine Frage. Und zwar, Michael Knoll fragt, werden die Arbeiten nach der Wiedereröffnung des MDBK nicht zu sehen sein? Doch. Also das Wichtigste hätte man schon am Anfang sagen müssen, jetzt am Ende vielleicht auch der richtige Zeitpunkt. Also, die Ausstellung fand ja nur 4 Tage bislang statt. So, ich bin aus dem Bild, jetzt bin ich wieder im Bild. Fand ja nur 4 Tage statt im analogen Raum, im MDBK. Und wir werden die Ausstellung natürlich verlängern. Wir wissen nur nicht wann, weil wir ja noch nicht wissen, wann das Museum eröffnet. Aber in dem Moment, wo wir wissen, wann wir wieder öffnen können, wird die Ausstellung noch zu sehen sein für einen angemessenen Zeitraum. Bedingt natürlich auch, dass alle anderen Connect Leipzig Ausstellungen, die wir mit Laufzeiten schon eingetaktet haben, sich auch verschieben werden. Aber ich denke, das ist das Mindeste, dass wir alle Ausstellungen trotz oder gerade wegen Corona dann zeitlich verschieben und dann eröffnen werden. Vielleicht im Februar oder im Januar. Drück mir mal die Daumen. Erik, dir gebührt das letzte Wort. Also ich werde das letzte Wort haben, schätze ich. Ja. Ja, kommt zur Ausstellung, wenn sie wieder auf ist. Prima. Vielen, vielen Dank an euch beiden. Ich hoffe, das Gespräch war erhellend, vielleicht anregend, inspirierend. Hoffe, dass wir scharf und deutlich zu hören waren. Die Kunst ist ja sozusagen, wenn man sie sehen kann, doch dann eher unscharf und geht ins Abstrakte, um eben Projektionen, um, wie du es so schön gesagt hattest, Denkreisen zu ermöglichen, die im Kopf stattfinden und eben nicht auf der Leinwand sozusagen vorgezeichnet sind durch einen harten Illusionismusgrad. Soll ich es dabei belenden lassen? Marlo? Sagen wir Tschüss? Ja, für heute schon. Und nächste Woche zum nächsten Insight einschalten.
Perfekt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.